Wenn du auch ein Mensch bist, der oder die von der Mutter sehr stark verletzt wird und immer wieder erniedrigt wird, die vielleicht eine Mutter hat, die ein sehr narzisstisches Verhalten hat, sehe deine Mutter als ein unschuldiges Wesen, das, als es auf die Welt kam, als Baby, war es komplett unschuldig. Und sie ist zu diesen Menschen gemacht worden, von der Gesellschaft, von ihren Eltern. Sie kann deine Emotionen nicht fühlen, weil sie ihre eigenen, mit ihren eigenen gar nicht klarkommt. Sie hat es nicht gelernt, die Emotionen auf die Emotionen der anderen zu achten, darauf einzugehen. Deswegen kann sie dich nicht sehen, deswegen kann sie dich nicht fühlen. Und wenn sie dich immer wieder fertig macht, wenn sie dich immer wieder kritisiert, wieder immer wieder verletzt, ist es ihre eigene Verletzung in sich. Das heißt, sie projiziert alles auf dich und versteht es gar nicht. Sie kann es einfach nicht verstehen. Und das ist so schwierig, gerade für uns Kinder, das zu akzeptieren, weil es einfach wehtut. Und da sind wir Erwachsenen selber das kleine verletzte Kind, das beleidigt ist, warum die Mama so ist. Aber jetzt stell dir mal vor, wir gehen mal auf das Thema iPhone. Es gibt ja immer wieder, jedes Jahr oder ich weiß nicht wie oft, eine neue Generation iPhone, das besser ist als die alte Generation, das mehr Apps hat, das mehr Möglichkeiten hat, eine bessere Qualität hat. Das bedeutet, wenn du jetzt ein iPhone hast von erster Generation, da sind die Fotos natürlich nicht so gut wie das iPhone 13. Ich weiß gar nicht, wie weit das ist, oder keine Ahnung, iPhone 10. Und stell dir vor, dieses iPhone Nummer 13 ist jetzt sauer auf die Mutter, iPhone Nummer 1, weil es einfach nicht versteht, wie es diese Bilder in so guter Qualität hinbekommen kann. Aber das iPhone von damals hat diese Möglichkeiten nicht. Und jetzt gehen wir mal auf uns Menschen zurück. Unser Gehirn ist so strukturiert, dass es gewisse Dinge nicht kann, die ältere Generation. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber in der Regel kann deine Mutter von ihrem Gehirn her, von ihrem System her, von ihren Programmierungen her, das nicht verstehen, wo du drin bist. Du bist viel weiter, ja, so wie unsere Kinder weiter sind als wir. Du bist von deinem Bewusstsein weiter. Sie ist da enger. Sie kann es nicht verstehen. Sie kann nicht so sich verhalten, wie es sich eigentlich für richtig wäre, ne? Dich zu respektieren, dich nicht zu kritisieren, dich zumindest einfach nur zu akzeptieren, so wie du bist. Es geht einfach nicht, weil sie es so nicht gelernt hat. Und wenn du aus dieser Perspektive drauf schaust, dass deine Mutter einfach nicht kann, genauso wie das iPhone 13 gar nicht sauer sein kann, dass iPhone 1 diese App nicht installieren kann, die es auch hat, ja, dass das einfach viel mehr Funktionen hat, dass es einfach viel einfacher macht, das Leben. Das kann dieses alte iPhone einfach nicht. Stell dir vor, die würden sich jetzt beide hassen. Respektieren, dass wir auf der Erde sind, in einem Bewusstseinswandel, das sich immer weiterentwickelt. Und glaub mir, unsere Kinder werden noch mal viel weiter sein als wir und uns und sich bestimmt auch aufregen über uns, über Dinge, die wir nicht verstehen können, die sie aber verstehen. Und das ist wissenschaftlich bewiesen, dass unser Gehirn sich die ganze Zeit weiterentwickelt. Die ganze Zeit, die ganze Zeit. Die Vera Birkenbiel meinte in den 60ern, ich habe es mir nochmal angeschaut, in den 60, seit den, also die Kinder, die Menschen, die nach den 60ern geboren sind, die haben nochmal irgendwie, ich glaube, Frontallappen. Auf jeden Fall, irgendwas im Gehirn entwickelt sich gerade weiter. Und es entwickelt sich noch weiter. Also nach den 60er Jahren auch nochmal. Die Kinder, die nach 2000 geboren sind, auch die haben nochmal ein anderes Gehirn. Super spannend. Und dieses Gehirn ist genau wie diese Apps und wie dieses Handy. Das ist einfach viel weiter. Viel weiter. Dann haben wir auch noch ein morphogenetisches Feld. Da sind ganz viele neue Informationen, die unsere Eltern ja gar nicht wissen konnten. Wir kommen viel schneller rein. Die, die jetzt aktuell Kinder haben, können ja auch gerne unten kommentieren, die auch Probleme haben mit ihrer Mutter oder mit dem Vater. Unsere Kinder kennen sich mit iPhone und Laptop viel besser aus als wir. Ich wundere mich jedes Mal. Ich arbeite seit über 20 Jahren mit meinem Laptop, ne? Handy habe ich auch schon seit über 20 Jahren. Ich glaube, das erste Handy hatte ich mit 17. Genau, mit 17 hatte ich mein erstes Handy. Ich bin jetzt 40. Und dann kommen meine Kinder und zeigen mir Sachen, die ich nicht wusste, wo ich denke, wie kommen die da drauf? Also sie zeigen mir Erleichterungen in den Programmierungen, in meinem Laptop, auf dem Computer, auf meinem Handy. Die zeigen mir Sachen, die es mir leichter machen, damit umzugehen. Warum? Weil sie in eine Zeit reingeboren sind, wo es Handy und so weiter schon alles gibt. Ich komme aus einer Zeit, da gab es das ja nicht. Ja, als ich geboren wurde, gab es das alles einfach noch gar nicht. Das heißt, sie sind in dieses morphogenetische Feld reingeboren. Und können viel schneller diese Sachen verstehen als mein Kopf, als mein Gehirn. Und trotzdem wundere ich mich immer, wie kann ein Achtjähriger das jetzt mir zeigen und ich habe es selbst nicht verstanden, wie das funktioniert. So ist es auch mit unseren Eltern. Wir jetzt mit unserer Persönlichkeitsentwicklung, mit diesem Verstehen, was Narzissmus ist, ja, aufpassen, dass wir nicht Menschen damit beschimpfen und sagen, du bist ein Narzisst. Ein Narzisst macht es ja nicht extra. Wisst ihr, was ich meine? Er ist oder sie ist damit aufgewachsen.
Sie kennt es einfach nicht anders. Sie schützt sich damit. Sie lebt in einem Überlebensmodus und versucht sich die ganze Zeit zu beschützen und greift deswegen die anderen an. Warum greifen Menschen andere an? Ne? Deine Mutter, dein Vater, dein Partner. Wenn in dieser Person Krieg ist, kann sie nichts anderes, außer alle anderen anzugreifen und fertig zu machen. Und das ist etwas, wenn du anfängst, das zu verstehen aus dieser Perspektive, es macht es vielleicht nicht leichter, weil es immer noch wehtut. Es macht es trotz allem ein Stück einfacher. Ein Stückchen einfacher zu verstehen, dass es nichts mit dir persönlich zu tun hat, sondern dass es einfach nur ein Prozess ist hier auf der Erde, in dem wir uns einfach weiterentwickeln und die alte Generation manchmal immer noch eklig sein kann und sehr verletzend sein kann. Das heißt, wenn du immer noch darauf reagierst und es dir immer noch wehtut, dass du mit dir selber arbeitest. Gerne kann ich dazu auch nochmal ein Video machen. In diesem Video sollte es nur um diese Mutterwunde gehen, das verletzende Verhalten der Mutter aus einer anderen Perspektive zu sehen und sie zu verstehen, dass sie selber wie ein Tier ist, das in einem Käfig gerade ist. Ja, in einem Käfig, stell dir vor, ein Wolf, ein Löwe, das einen Pfeil im Körper, mehrere Pfeile im Körper hat. Total voller Wunden, es blutet, total verletzt, voller Schmerzen, es hat Angst, es ist wütend und jeder, der da ins Käfig reinkommt, den greift es einfach nur an, es will einfach nur überleben. Und ich weiß, dass dieses Bild jetzt viele denken, hä, was labert die? Was hat was mit unserem Nervensystem zu tun? Wenn wir im Überlebensmodus sind, weil wir so aufgezogen worden sind, ist genau das das Verhalten der meisten Menschen, dass sie einfach nur stark verletzt sind, von ihrer Kindheit, es nicht wissen und jeden angreifen, der nur in ihrer Nähe ist und ihre Kinder zerstören, ohne es zu merken. Eine psychisch gesunde, labile Mutter, psychisch gesunder, labiler Vater, also labil, stabil, nicht labil, labil. Psychisch gesunde, stabile Eltern werden ihre Kinder nicht angreifen und fertig machen. Sie werden liebevoll mit ihren Kindern umgehen. Ich hatte keine psychisch stabilen Eltern. Die waren nicht psychisch stabil. Ja, die kommen aus einer beschissenen Kindheit, obwohl ihre Eltern auch liebevoll waren, aber die sind auch im Krieg aufgewachsen. Die hatten auch ihre eigenen Traumas und ihre eigenen Themen. Und so geht es immer weiter und weiter. Und das, was wir jetzt machen können, ist, dass wir es besser machen können, weil wir das verstehen. Aha, okay, das ist ein Trauma. Sie ist im Überlebensmodus. Sie kann einfach nur so reagieren und nicht anders. Egal, was ich mache, sie wird immer so sein, bis sie sich selber heilt. Sie muss sich nicht heilen, wenn sie das nicht einsieht, wenn sie das nicht verstehen will. Sie darf auch so bleiben. Meine Aufgabe ist es, und das ist jetzt die Schwierigkeit, das kann sie nicht, aber vielleicht kannst du es, emotional es halten zu können, dass sie so ist, wie sie ist und dass sie sich nicht verändern wird oder ja, kann. Kann sein, dass sie es dann sich anfängt zu verändern, weil sich auch deine Energie verändert. Und fühl mal rein, wie schwierig das auch ist jetzt für dich als erwachsene Person, die vielleicht Eltern hat, die sehr, sehr verletzend sind, das jetzt für dich zu akzeptieren, okay, sie sind so, wie sie sind und ich halte diesen emotionalen Raum, dass sie sich niemals verändern wird und dass sie mich immer ablehnen wird. Kann ich das emotional irgendwie halten? Innerlich wird sich natürlich alles wahrscheinlich dagegen wehren. Ich gucke jetzt die ganze Zeit auf die Uhrzeit, weil ich gleich einen Kundentermin habe in 5 Minuten. Ja, also es ist ein großes Thema. Du siehst sehr, sehr schwer und du siehst, die Arbeit liegt auch ein bisschen an dir. Ne? Man kann dir nichts gut reden. Es gibt Eltern, die wirklich krass sind, was sie ihren Kindern in Anführungsstrichen antun. Aber wenn wir es von einer großen Sicht, von einer anderen Sicht anschauen, dann machen sie das nicht, weil sie psychisch gesund sind, weil sie es wollen, sondern weil sie selber gefangen sind und einfach nicht anders handeln können. Wenn du dazu weitere Videos haben möchtest, weitere Fragen hast, schreib es mir gerne unten rein. Wenn du mit mir gerne zusammenarbeiten möchtest, unten ist ein Link zu meiner Webseite. Da können wir auf jeden Fall gerne in Kontakt kommen und ich kann dich begleiten. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Zeit und bis bald zu einem der nächsten Videos.